da wohnt Boxfleisch. Boxfleisch, okay. Es ist wichtig, dass ich genau einmal links am Krankenhaus vorbei, hinten rechts rum. Hoffen, dass mich keine Meuchler angreifen, weil die mir Zeit rauben, und dann kann ich mit Vincent sprechen. So, durch die Stadt werden wir durch. Dann ja. Ich bin müde. Hier ist er aber nicht. Okay, den treffe ich anscheinend tagsüber. Ich muss die Tür finden, die dieser Schlüssel öffnet. Ich beziehe mich vertraulich. Okay, dann gehe ich jetzt wieder zu dem Privatdetektiv und rede mit ihm über Kalkstein, obwohl ich das schon mal gemacht habe eigentlich. Wenn ich mich nicht irre. Hehehe. Gut. Dann nochmal zu Raymond. Raymond. Oh. Das wird interessant. Diesmal aber vorher Schwalbe trinken, bevor ich bei Raymond reinlaufe. Und ich bin gespannt, wo ich eigentlich starte. Tempelbezirk. Lagerhaustür, okay. Dann gehe ich doch direkt zu Raymond. Ohne den Umweg bei Vincent vorbei. Den Himmel zu verfluchen. Wozu auch? Gut, dann trinke ich jetzt die Scheibe. Und hau mich dann mit denjenigen, die da drin sind. Ich werde euch töten! Und ich nehme doch zu. Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt. Beruhigt euch, Raymond. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur.
Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, Weißer Wolf. Geheimnisvoll. Ich habe eine Liste der Verdächtigen. Er macht sich jetzt weg. Und ich muss den Kaufmann neu anrufen, zu dem ich eben was machen wollte. Das heißt, nichts Neues eigentlich. Okay, so. Raymond? Ja, nichts Neues. Ich muss mit Leuwan sprechen, der ist am Deich. Aber noch nicht jetzt, weil wir haben es noch Nacht. Zum Schani kann ich auch nicht, weil die Alte irgendwie mich nicht durchlässt. Vincent Mais wollte ich sprechen, der ist aber nicht da. Die Tür habe ich schon mal geöffnet, das war nicht so lustig. Und Leuwan befragen. Der ist natürlich jetzt schon am Deich, sagt er mir. Okay, Shani ist auch hier? Nee. Shani ist da hinten bei den anderen Torfolgen. Ich versuch's nochmal bei ihr reinzukommen und wenn nicht, dann Mapwatch an. Es kommt! Wenn nicht, dann chill ich mich irgendwo hin und warte auf Morgengrauen und spreche dann mit den anderen fertig zu gehen. Früher war das Schild in der Mordland und die Wassermelone lasse ich weg. Ist der einfach so gegangen, ohne mir das zurückzulassen? Mach mir Schwarzpulver. Ich wollte zu Schaden. Andersrum. Vivaldi wollte ich auch gleich nochmal hin. Glaube ich. Hallo, hier ist mal sein Schlaf. So, kann ich jetzt bitte zu Shani? Willkommen Sie. Ja gut, trinken wir einen Schluck. Und zwar trinken wir Tafelwasser. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln. Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Ich weiß es nicht, womit ich das verdient habe. Aber ich bin schon wieder rausgeflogen. Gut. Abgeschlossen. Das sah fast aus, als wäre das eine Luke da unten und geöffnet. Und stattdessen gehe ich jetzt hier. Und werde mich dort am Strand hinsetzen und auf den nächsten Tag warten. Und da fiel mir gerade ein, ich wollte noch mit Vivaldi sprechen. Ach, ich mach jetzt mal das. Ich
gehe zum Deich, warte auf den nächsten Tag und dann... Ich bin müde. Ja, geht's ab. So, da ist das Lagerfeuer. Das riecht nicht zwar, aber... Ich bin ein Hexer, dann... macht mir das gar nichts aus, wenn es... regnet. Ich kann auch im Regen schlafen. Und Feuer machen. Okay, das stimmt. Irgendwie mache ich die immer schneller fertig. Eine Feuerstelle. Ich schaue meinen Helden an, der keine Talente mehr hat. Ich schaue die Tränke an, da ich von denen ich keine machen kann. Also werde ich einfach bis zum Sonnenaufgang meditieren. Und mich wundern, warum das da wie eine Treppe und Leiter aussieht. Ups. Ja. Es ist wieder Morgen, es ist schön, es ist gutes Wetter. Die Menschen haben angefangen zu arbeiten und der Kaufmann hier... Ich kann nicht mit Idioten zusammenarbeiten. Mein zentranisches Porzellan. Nur noch Scherben. Ich bin Flößer und kein Maulwurf. Ja. Schön, dass Sie alle so gut drauf sind am frühen Morgen und ich muss mit dem dicken, mit dem großen Händler sprechen, der nicht da ist, weil ich ihn vermutet habe. Du bist Fährmann, dich brauche ich gleich, um mich rüber zu schieben. Du bist Flößer, du bist Kaufmann, du bist Fischer. Das Leben in der Armee ist Was hat ein Fisch in der Hose? Ein Fischerei. So. Ich gehe nochmal hier hoch. Seid wachsam. Da ist er, der Leuwarden. Ja? Ja? Ich vermute, ihr wisst etwas über die Salamandra. Ich weiß nichts. Wir werden sehen. Kann ich mich wieder der Arbeit widmen? Wir müssen über eure Geschäfte mit den Salamandra reden. Ihr habt bezahlt, damit der Professor freigelassen wird. Warum sollte ich mich um einen Verbrecher bemühen? Warum nicht? Würde ich das so ungeschickt anstellen, dass ich selbst ins Visier gerate? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe keinen eindeutigen Beweis. Also lassen wir es gut sein. Vorerst. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltet ihr euch öfter auf eure Instinkte verlassen. Ja? Okay, Ich suche die Sephiroth-Steine, habe aber noch nicht alle gefunden. Ich dachte mir, ihr interessiert euch vielleicht für derlei Kunstgegenstände und Kuriosa. Ich habe mal einen gekauft, weil ich dachte, er hätte magische Eigenschaften. Doch, dem war nicht so. Und ich habe einem Magier eine stolze Summe für die Untersuchung bezahlt. Dann seid ihr vielleicht bereit, ihn mir zu verkaufen? Meinen Tipperat verkaufen? Ich hänge sehr an ihm. Ich zahle euch einen guten Preis. 500 Orens? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Aber so sei es. Ich trage den Tipperat als Amulett. Wir können das Geschäft sofort abwickeln. Hier habe ich 500 Orens. Obwohl das ganz schön teuer ist für einen Stein. Dann muss ich mich wohl schweren Herzens von meinem Stein trennen. Mein Ruf würde ebenso wie mein Geschäft darunter leiden, ließe ich den Handel platzen. Der Sephira gehört euch. Noch drei. Okay. Ja? Ich denke,
Ihr zahlt für Salamanderabzeichen. Ich weiß nur noch nicht, warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her und kann es beweisen. Wenn das so ist, bring mir 3 Abzeichen. Dann reden wir. Ich habe 3 Salamanderabzeichen. Erzählt ihr mir jetzt von eurer Geheimgesellschaft? Ausgezeichnet. Ich zahle sonst 20 pro Stück. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ihr bekommt das 10-fache. Großartig. Okay. Aber ich würde immer noch gerne wissen, warum ihr Kopfgeldjäger bezahlt, um Salamander zu jagen. Sie sind nicht gut fürs Geschäft. Euer Geschäft? Alle Geschäfte. Hört zu. Es sind Kräfte am Werk, die eure Vorstellungskraft übersteigen. Seid dankbar, dass ihr nicht wisst, wie die Welt wirklich ist. Leuwarden, ich habe schon so viele hochtrabende Reden gehört. Auch eure Worte beeindrucken mich nicht und diese Kräfte sind mir scheißegal. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen. Also gut, sprecht. Wenn ihr nicht mit den Salamandra arbeitet, wer seid ihr dann? Ein bescheidener Kaufmann. Gestattet mir, euch zum Dank ein Geschenk zu geben. Lasst die Ausflüchte, Deklan. Dieses Symbol steht für meine Geheimgesellschaft. Wir wollen die Salamandra vernichten. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Salamander haben viel riskiert. Ich sage euch, dies ist eine politische Angelegenheit. In Redanien läuft ein größeres Ränkespiel ab. Nur wenige Menschen sind eingeweiht. König Voltest, die Loge der Zauberinnen und ich behalten die nördliche Grenze im Auge. Was hat das mit den Salamandra zu tun? Asa Javed hat eine Spezialeinheit nach Norden geschickt. Meine Männer haben sie gesehen. Auch er weiß, dass sich etwas zusammenbraut und trifft Vorkehrungen. Okay. Verflucht, ich hab Durst. Seid wachsam. Ja, dann hätte ich jetzt schon. Das Leben in der Armee ist hart. Dann hätte ich jetzt schon mal wieder was erreicht. Und kann mich mal ganz entspannt. Ich glaube, Carmen hat euch erwähnt. Möglich. Möglich. Ich habe ihr einen Gefallen getan. Sie hat auch gesagt, was ihr bringen würdet. Und was ich nicht mehr habe. Vielleicht ein andermal. Ich müsste mir noch Blumen besorgen. An Regentagen läuft das Geschäft nicht gut. Aber das macht nichts. Keinen Augenblick hat man Ruhe. Mein zentranisches Porzellan. Nur noch Scherben. Ja. Du willst auch nicht mit mir sprechen? Leuwarden gab mir den Rat, meinen Anteil an die Spedition zu verkaufen. Okay. Dich habe ich jetzt auch völlig durchgesprochen, oder? Ja. Lebt wohl. Okay, wenn ich mit dir nichts mehr zu besprechen habe. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer, aber ihr solltet die Straßen dieser Stadt nicht betreten. Gut, dass du mir das sagst. Trotz Blitz, es regnet. Genau, das wollte ich machen. Dann spreche ich jetzt mit dem Fernmann und setze über. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Hey, das ist gut. Bring mich auf die andere Seite. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Immer noch, ja. Kann's losgehen? Ja. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf.
Und da fahre ich wieder zum Sumpf. In dieser entspannten Haltung. Und freue mich. Darüber, dass ich im Wald bin. Ach, wie schön das hier aussieht. Und ich werde immer noch beobachtet. Gut. Der Fährmann ist am Fischen. Jean-Pierre. Was gibt's? Lebt wohl. Ich brauche noch ein paar Wolfsfälle. Den Kannibalen habe ich ja schon erledigt. Ja. Ich werde mich jetzt mal mit den Dorfbewohnern unterhalten. Und zwar erstmal mit dem alten da. Ba, ba, ba. Seid gegrüßt. Ba, ba. Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch? Jetzt nix, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Ditz gefallen. Ich hab das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Bisschen? Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Erzähl mal. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfäller, Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Ja, was wollt ihr wissen? Ja, erzähl mir doch mal von... Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Ja, bitte. Was ist denn mit den anderen da hinten? Wo finde ich die Holzfäller? Baba, Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Und sonst. Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerer Dorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Okay, mach ich. Und... Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons, die wo brave Ziegelleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir wieder Scheinungs- und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was Stechmücken, bla. Okay. Das ist schwierig, dem zuzuhören, aber... Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern, jedes Jahr immer mehr. Die vielsten findet ihr beim Turm. Turm? Jep. Gehst du gerade nach Westen und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magienturm. Der ist aber abgeschlossen und nix als elende Stechmücken und ein paar Gelomse sind da. Wo kann ich die Druiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien, die da nur so sitzen mit den Druiden sind.
Es geht direkt nach Süden, Westen. Aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. Ja. Okay. Ja, fasziniert. Danke für die Informationen. Lebt wohl. Okay, und Trinker? Ja? Ich suche Büschelkrautblüten. Die Pflanze kenne ich. Gleich, ja? Sie wächst meist im Wasser. Also sucht in wassergefüllten Gräben danach. Ja, danke. Mein Vater und mein Großvater haben bereits Ziegel gebrannt. Ganz ohne Zweifel werde ich das auch tun. Ja, dann freu dich doch nur, dass du einen Familienbetrieb übernehmen darfst. Es sind immer mehr Elfen in der Gegend. Ich fürchte, sie planen Böses. Ich glaube nicht daran, dass sie was Böses planen. Was war das? Was hast du denn zu sagen? Jüngst konnten wir die Geburt von Drillingen feiern. Ein gutes Omen. Ja, das könnte man annehmen, wenn es Drillinge sind oder Atomkraftwerk. Ich hasse Dürren. Ah, gut. Ich hasse Dürren. Und wer ist dieser Dürren? Fremde geben uns selten ihre Unterstützung. Ich bin ebenso überrascht wie gerührt. Da hinten ist ein Ertrunkener. Der interessiert mich aber nicht. Hast du was zu sagen? Ihr seid dran. Ja. Vaskas. Vaska heißt sie, glaube ich. Hast du nicht Bock, mir was zu erzählen über die... Die Wassergötter sind nahe. War denn ein anderer Hexer hier? Berenga? Ja, er fragte nach Alchemin. Er ist um diesen Magierturm herumgeschlichen. Zweifellos hat er ihn Kalkstein geschickt. Dann fanden wir seine blutbefleckte Ausrüstung in einer Turmgrube. Danke, Vaska. Ich habe dort Spuren eines Kampfes gesehen. Nicht von Ungeheuern, sondern von Menschen. Böse Menschen aus den Trockenlanden. Feuersalamander, hütet euch. Feuersalamander auch noch. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Okay. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Wer da auch die Hand erhebet gegen die Wassergötter, der soll diese Hand verlieren. Ach, du hattest also die Karte, die ich jetzt die ganze Zeit suche. Okay. Die Wassergötter sind nahe. Ja. Das Leben im Sumpf muss langweilig sein. Wir können uns nicht beklagen. Tagsüber arbeiten wir. Abends erzählen wir Geschichten und würfeln. Wir sollten irgendwann mal spielen. Die Wassergötter sind nahe.
unterhalten wir uns über einen Auftrag. Bitte helft uns. Eines unserer Kinder wird vermisst. Der Junge ist sonst stets schnell zurückgekehrt. Nur diesmal nicht. Vielleicht haben Wasserbestien ihn gefressen. Blasphemie. Die Druiden müssen ihn haben. Sie verwandeln Kinder in Dryaden. Glaube ich nicht, aber ich... Also gut. Ich suche nach dem Jungen. Wer da auch die Hand erhebet gegen die Wassergötter, der soll diese Hand verlieren.